Wenn Rose es nicht war, wer war es denn dann? Haben Sie uns hier alle hier an Deck gerufen, um uns zu erzählen, dass Sie eine unlogische Schlussfolgerung getroffen haben? Hey, passen Sie mal auf, Perfetti! Sie haben ja auch nichts Besseres parat. Ich habe nur noch kein vollständiges Profil des Täters erstellt. Es ergibt alles noch keinen Sinn. Also wirklich, streiten Sie sich doch nicht. Ich bin soweit. Ich habe einen klugen Plan. Schmeiß ihn bitte nie wieder runter. Nein. Ich habe ihn nicht runtergeschmissen, er ist runtergefallen. Ja, der Ton ist sau leise, ne? Ich sag's ja. Dann mach mal. Ich mach mal ein bisschen. Ich versuch mal ein bisschen was wenigstens. Warte, mach für uns bitte wieder ein bisschen. Warte, mach für uns wieder ein bisschen. Ach, das ist doch nicht laut, oder? Sind deine Kopfhörer anders als meine? Ja. Willst du meine haben? Nein. Dann eben nicht. Ich finde das so geil, dass wir was geschenkt bekommen haben, womit wir jetzt jeweils an Kopfhörerpaar. Okay. Also, du hast einen klugen Plan? Ja, wir haben einen klugen Plan. Oh! Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das hören will. Oh ja, das wollen sie. Mein klunker Plan geht wie folgt. Wir stellen einfach die Schatzsuche nach der Engelsfigur nach. Wie wär's denn einfach, wenn ihr nach der Statue die Themse durchsucht? Oder das Meer oder was auch immer, wo sie da gerade drauf sind. Mit Wasser. Ja, aber das könnte auch dauern. Macht ja nichts, aber wer sie findet, muss ja nichts davon erzählen. Ich würd's so machen. Was soll denn daran klug sein? Was wollen sie denn damit erreichen? Dass wir ein Rätsel nochmal lösen, damit ich es schneller haben kann als du. Katrell, wir haben kaum die Zeit für ein weiteres Spielchen. Hören Sie mir doch mal zu. Es gibt gute Gründe, warum ich das vorschlage. Denken Sie daran, dass der Diebstahl stattfand, als wir bereits auf der Kreuzfahrt waren. Das heißt wiederum auch, dass der Täter noch immer an Bord sein muss. Da können Sie sich nicht sicher sein, was, wenn er das Schiff verlassen hat und an Bord eines anderen Schiffs oder so gestiegen ist. Nein, ich bin sehr zuversichtlich, dass das nicht passiert ist. Direkt nachdem wir entdeckt haben, dass die Statue verschwunden ist, haben ich nach anderen Schiffen Ausschau gehalten. Nur so zur Sicherheit. Ich habe in der Nähe gar nichts gesehen. Und es gab auch keine Rettungsboote oder so. Die fehlten. Vielleicht gab es ja ein Rettungsboot, was erst zu viel war. Und deswegen fällt es jetzt nicht auf, dass es fehlt. Ja. Na gut, dann gehen wir davon aus, dass der Täter noch an Bord ist. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der Täter damit gerechnet hat, dass Polizisten und ein Privatdetektiv an Bord sind. Wenn der oder die Täter merken, dass wir schon ermitteln, könnten sie versuchen, wertvolle Beweise zu zerstören. Ja, die Statue. Wenn man uns bei der Schatzsuche sieht, welches Bild vermitteln wir denn dann? Sicher nicht, dass wir gründlich ermitteln. Mhm. Exakt. Wir haben es hier. Ursula! Sorry. Ja, wer weiß, woher das ist, der darf sich bitte mit mir zusammen schämen. Nein! Das ist cool. Nein. Wir haben es hier mit einem äußerst kühl kalkulierten Verbrechen zu tun. Wir müssen den Betreffenden dazu bringen, nachlässig zu werden, damit wir ihn enttappen können. Mit einer kühl kalkulierenden Kakerlake haben wir es zu tun. Ja. Also gut, Sie meinen also, wir sollten Mr. Onessas bitten, die Spiele noch einmal zu organisieren? Ja, lass uns genau das machen. Katrina, was Sie gesagt haben, ergibt Sinn, aber trotzdem, sind Sie sicher, dass das nicht nur ein Versuch ist, den Beatschein in die Hände zu bekommen? Natürlich nicht. Also ich will damit keinesfalls sagen, dass es wirklich schlimm wäre, wenn ich den Beatschein in die Hände bekäme, aber... Also, Sie geben es also zu. Ich wusste, dass es der wahre Grund ist, Sie würden niemals so selbstlos sein. Oh, hallo meine Freunde. Wie läuft die Ermittlung? Haben Sie schon denjenigen identifiziert, der hierfür verantwortlich ist? Perfektes Timing. Wir müssen Sie um etwas bitten. Wären Sie so freundlich, die Schatzsuche noch einmal zu organisieren? Das Spiel?
Aber warum denn? Die Göttinnenstatue ist weg. Ohne die Statue hat das Spiel doch keine Bedeutung mehr. Keine Sorge, Sir. Das ist Miss Laytons kluger Plan, wissen Sie? Wir wissen nur noch nicht, wie wir den Leuten erklären sollen, dass es überhaupt keinen Preis mehr gibt. Das ist alles nur Teil einer List, um die verschwundene Statue zu finden. Ein kluger Plan, sagen Sie? Klingt nicht sonderlich klug. Genau das. Ich versichere Ihnen, wir werden die Statue finden, wenn Sie also bitte das Spiel wieder beginnen würden. Sie ahnen vielleicht, dass ich ein großer Freund von klugen Plänen bin, Miss Layton. Also, tragen Sie mir gefälligst mal einen vor, ansonsten verziehen Sie sich. Je klüger, desto besser. Ich merke schon, Sie haben einen richtigen Sinn für Humor. Ich meine Abenteuer, so wie ich. Na schön, ich werde die Gäste zusammenrufen und dann spielen wir das Spiel noch einmal. Und lösen das gleiche Rätsel nochmal. Jedenfalls wäre es eine Schande, auf den ganzen Spaß zu verzichten, den ich für Sie alle vorbereitet hatte. Vielen Dank, Miss Sonnes, das ist wunderbar. Also lassen Sie uns keine Zeit verschwenden. Kommen Sie dahin mit, wo die nächste Engelsfigur versteckt ist. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, ich glaube, wir gehen in meine Kabine. Ja, aber auf Ihre Couch? Oder Ihr Bett? Ja, aber jeder nur einzeln, bitte. Kein Dreier? Verdammt. Ach so, oh, ich habe gerade gesehen, die Regeln gehen doch etwas anderes. Frauen dürfen auch zu zweit eintreten. Kommen Sie doch mit, Miss Perfetti. Als Besitzer dieses Schiffes komme ich in den Genuss einer Unterbringung in der ersten Klasse Deluxe. Meine Güte, erste Klasse und Deluxe? Das klingt magisch. Das klingt tragisch, dass alle anderen das nicht bekommen. Ich hatte mir gedacht, dass ich im Zuge dieser Schatzsuche nach den Engelsfiguren den Gästen auch meine jüngste Schöpfung präsentieren würde. Die Unterbringung in der ersten Klasse ist ein Anblick, den Sie alle miterleben sollten. Also kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Jo. Jo, ich habe schon eben nochmal heimlich Kabine gespeichert. Ja, das ist eine gute Idee. Ach Mist, da waren ja noch Leute und Sachen zum Angucken. Oh. Da war nicht. Da war nicht? Da war nicht. Wirklich nicht? Ich habe die Leute angesprochen. Und das Deck hatten wir vorher schon mal. Okay. Hier ist sie, die exklusivste Kabine, die Thames-Technik zu bieten hat. Ich muss schon sagen, das ist riesig. Er ist riesig. Und diese Aussicht. Im Vergleich wirkt ja unser Schlafraum wie eine Hundehütte. Es ist so geräumig und so toll eingerichtet. Wirklich in allem erstklassig. Sind Sie auch so erstklassig eingerichtet? Oder aufgerichtet. Das ist der einzigartige Reiz der Thames-Technik. Der Gipfel des Luxus ohne einen hinderlich hohen Preis. 20 Euro die Stunde. Geht eigentlich für eine Kreuzfahrt, oder? Ja. Da hat man sich dann nicht aufs Kreuz legen lassen. Also, irgendwo in dieser Kabine ist eine weitere Engelsfigur verborgen. Finden Sie sie, finden Sie sie. Bitte finden Sie sie. Also, bitte. Ich vermisse sie. Zeit, dich aufzuspüren. Aber bevor ich das mache. Ab auf die Couch. Inspektor Hastings, Emma Jana, auf ein kurzes Wort bitte. Ich glaube, der guckt mich komisch an. Ich möchte gerne mit ihm alleine sein. Achso, nee. Was ist los, Cat? Ich dachte, das hier wäre der Plan. Ist das ja auch, aber während wir nach ihm suchen, sollten wir auch ein wenig rumschnüffeln. Bitte was? Psst, nicht so laut. Wir wollen ja nicht, dass Mr. Onessa uns hört. Ich höre sie ganz genau. Ich habe riesengroße Ohren. Und nicht einen riesengroßen Schädel. Ja, das ist etwas anderes, das riesig ist.
Ja. Entschuldigung, alles klar. Ich verstehe, was Sie meinen. Das war die eigentliche Idee, oder? Wir tun so, als ob wir mitspielen, doch dabei suchen wir in Wahrheit nach weiteren Hinweisen. Also, ich hab das gehört! Das ist ein guter Weg, um keinen Verdacht zu erregen, da stimme ich zu. Genau, diese Schatzsuche ist der ideale Vorwand für uns. Und wenn ich die Enge finde, kriege ich auch noch den Mietschein. Das scheint mir ja wichtiger zu sein als der Fall. Darf ich auch mal? Sie haben davon erregen gesprochen. Tja, Sie haben nicht nur meinen Verdacht erregt, sondern auch meinen. Ist ja auch egal. Nun, dann durchcremen wir. Durchcremen? Durchcremen wir mal diese Kabine. Oh, durchcremen? Also so wie Cam mit der Kamera. Ja. Ja. Okay, dann. Hinweismünze im Apfel, Hinweismünze im Blumenstrauß. Hinweismünze im wo? Im Apfel und im Blumenstrauß. Wo ist der Apfel? Ach, der Apfel. Nee, doch. Und in der Lampe. Blumenstrauß, Lampe. Unten an der Lampe, ne? Mhm. Ah, eine Modemünze! Das ist eine Modemünze, okay. Ja. Gibt's da noch eine? Ein Rätsel! Wo? Das Schiff. Bauen Sie dieses Schiff zusammen. Ah, sieh sich das mal einer an! Was für ein erstklassiges Modell! Bis ins kleinste Detail, aber da ist auch ein ziemlich großes Detail dran. Moment, was ist das denn? Haben Sie etwas gefunden, Inspektor? In der Tat! Ein Rätsel, das dazu beiträgt, unsere grauen Zellen, naja, zu wachsen. Seien Sie bitte vorsichtig mit diesem Modell. Es sieht sehr empfindlich aus. Ich hab's nicht runtergeschmissen, es ist runtergefallen. Ja! Mann. Die geheimnisvolle Insel. Ich merke schon, ich darf mir das noch den ganzen Tag anhören. Ist ja nichts kaputt gegangen. Okay. Auf einem Steinmonument, das bei Flut vom Meer verschlungen wird, ist eine mysteriöse Gravierung. Anscheinend zeigte die Zeit an, zu der die Insel im Wasser versinkt. Welche Uhrzeit wird angezeigt? Jetzt kommen die kleinen grauen Zellen zum Einsatz. Irgendwie sind die Teile an ihren Platz gefallen. Ich muss sagen, das war auch halb geraten. Beziehungsweise, ich wüsste jetzt gerne, warum es so ist. Jetzt weiß ich's. Doch, es war okay. Doch, ich weiß. Ich bin verwirrt. Die Insel versinkt ja im Wasser. Ja. Und wenn die Insel im Wasser versinkt, wird die Uhrzeit angezeigt. Ja. Gab's sowas ähnliches nicht schon mal? Ja, in Layton 2? Ja, ich war so total verwirrt von dieses, dass du zwei Zahlen eingeben musst. Das war halt, ja. Das sah mir eigentlich ziemlich klar aus. Aber ich bin trotzdem noch in Führung. Oh, ich brauch mal bitte das Ladekabel. Moment, du hast das gar nicht mehr drin? Pass mal lieber auf, wenn das bei dir rot werden sollte. Das was? Ja, das, was blau ist, da. Okay. Der Ladestand. So. Genau, das ist genauso ja, wie in diesem... Das habe ich mir gedacht, aber... Das ist nämlich wie mit diesem Brunnen oder ja, Rätsel da. Ja, also ich habe mir das gedacht, dass das am Ende das sein wird, aber ich war verwirrt wegen dem Punkt. Ach so, nee, dann gar nicht. Ich gar nicht irgendwie. Mhm. Das war mir dann klar, dass das eine Uhrzeit mit Stunden und Minuten sein soll. So, du kriegst keine nassen Füße mehr. Die Inschrift auf dem Monument sind Spiegelziffern. Sie wurden so angelegt, dass sie die richtige Zeit anzeigen, wenn sie vom Wasser reflektiert werden. Es wäre hilfreich gewesen, das zu wissen, bevor die Insel unterging.
Ja, dann stell mal wieder um. Mhm. Ja, nee, aber wie gesagt, das eine Rätsel aus. Ja. Und die Schatulle der Pandora. Mhm. In Dropstone. Ja. Mit dem Datum. Ja. Nicht schlecht, Inspektor Hastings. Vielleicht hätten wir ja doch recht, als sie zum Inspektor befördert haben. Ich nehme das mal als Kompliment. So viele bekomme ich ja davon ja leider nicht. Das war eigentlich kein Kompliment, Inspektor. Ich wollte, also, ach egal. Ah, sie hat sich an ihn rangemacht. So, okay, dann die Karte.